Du hast Fragen. Und es ist Zeit für Antworten. Bis jetzt haben wir uns im Schatten versteckt. Beobachtet. Gewartet. Wir wurden vor 4 Jahren gegründet. Eine multinationale Einheit der USA. Codename Sentinel. Unsere Mission? Die KVA-Angriffe zu untersuchen und dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder geschieht. Aber schon bald wurde klar, dass es eine noch größere Bedrohung gab. Ein Mann, der selbst in seiner eigenen Tragödie einen Vorteil suchte. Nach den Angriffen erreichte Atlas neue Höhen. Sie boten Sicherheit für Häfen, Schifffahrtswege, Pipelines. Nation für Nation trat ihre lebensnotwendige Infrastruktur ab an Jonathan Irons. Wir realisierten zu spät, er hat uns eingekesselt. Und jetzt, in den letzten 10 Tagen, gab es jede Menge ISA-Aktivität. Ein Begriff dominierte alles. Manticore. Atlas führt bereits etwas im Schilde. Aber wir wissen nicht was. Es war riskant, dich rauszuholen. Aber du bist unsere beste Chance, rauszufinden, was Manticore ist. Und es zu stoppen. Wie sieht's aus, Mitchell? Bist du dabei? Da ist er. Gleich wissen wir, worauf wir uns einlassen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wünschte, die Umstände wären anders. Es geht gegen unsere Kameraden, mit denen wir trainiert haben und gekämpft. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber ihr müsst das vergessen. Das hier ist größer als wir alle. Team, wir haben grünes Licht für Operation Einsamer Wolf. Dank Mitchells Informationen wissen wir, dass Eins zu einem wichtigen Treffen auf seinem Anwesen reist. Ich leite das Einsatzteam und SEAL-Teams halten sich bereit für die Evakuierung. Eins hat oberste Priorität. Wir infiltrieren sein Haus und suchen Infos zu seinen Plänen. Bringen wir es hinter uns. Nox, wie läuft es? Ich bin gleich im Drohnennetz. Bin drin. Die Drohnenpatrouillen wechseln. Die Zeit läuft. Kingpin, wir sind an der Vordertür. Verstanden. Anklopfen. Haken bereit machen. Kingpin, wir rücken zum Kontrollpunkt 1. Verstanden. Wir haben euch auf dem Schirm. Eins privates Anwesen. Das kann man sich also für Tausende von Leichen kaufen. Ich werde Eins aufspüren. Wir müssen dabei sein, wenn er Kontakt aufnimmt. Ilona, zu mir. Gehen wir. Mitchell, ich gebe dir erweiterte Realität. Zielverfolgung geht online. Okay, du kannst dein Ziel markieren. Optik ist okay. Ich synchronisiere dein Hub mit dem Drohnennetz. Wir registrieren alles im Umkreis von 500 Metern um das Anwesen. Gut, Mitchell. Geh zur Sicherheitszentrale und klink mich in ihr System ein. Nicht bewegen. Ziele links. Ins Gebüsch. Erledigen wir den Letzten. Lass ihn rankommen. Es muss leise gehen. Mach ihn kalt.
Sicherheitszentrale ist am Ende. Mach dich auf den Weg. Da unten ist was los, also halte dich im Schatten auf. Jetzt ist wirklich alles los, weg da! Es ist richtig klasse. Detroit war noch nie so sicher und so sauber. Ein neues du bist sicher. Sie kehren um. Ich hätte immer noch Sorge wegen der Strahlung. Danach habe ich gefragt. Roger. Er hat gesagt, es ist alles wieder gut. Und Unternehmen lassen sich dort nieder. Das ist schwer zu glauben. Vor 40 Jahren war die Stadt noch bankrott. Jetzt sind sie im technischen Bereich an dritter Stelle im Land. Natürlich schießen die Grundstückpreise hoch. Das nervt ihn gewaltig. Ist da nicht dein Problem? Schichtswechsel in 30. Kurz bevor die Stadt wieder aufgemacht hat? Ja, habe ich auch gehört. Wahrscheinlich nur ein paar. Ziel rechts. Gut gemacht. Rauf aufs Dach. Roger, treffen in 10. Du bist sicher. Sie kehren um. Drohne, verstecken! Nicht angreifen! Mitchell, Mikro-EMP bereit machen. Das System wird nur wenige Minuten ausfallen. Also keine Zeit vertrödeln. Mal sehen, ob der Abdruck seinen Preis wert war. Ladeabdrücke in den Anzug. Willkommen, David. Bin drin. Okay. Ich kann Ihre Kameras steuern. Gut gemacht. Raus da! Die Drohnen sind wieder online. Zurück aufs Dach. Beeilung, Mitchell! Cormac, wir haben uns eingeklickt. Sehr gut. Mitchell, wir treffen uns vor Ayans Arbeitszimmer. Ilona, du übernimmst. Verstanden. Mitchell, geh nach vorne. Bleib im Schatten. Okay, Mitchell. Es wird nicht leicht, nach drüben zu kommen. Du hast viele Möglichkeiten. Ich gebe Deckung. Nein, Sir. Berman hat heute frei. Iron Man.
verstecken. Drohnen kommen auf dich zu. Feinde unten. Roger. Treffen in 10. Sie sind alarmiert. Reicht nach drüben zu kommen. Du hast viele Möglichkeiten. Ich gebe Deckung. Versteck dich, Mitchell. Achtung, Drohne kommt. Mission abbrechen. Reicht nach drüben zu kommen. Du hast viele Möglichkeiten. Ich gebe Deckung. Schnell, verstecken. Achtung, Drohne kommt. Sie sind alarmiert. Reicht nach drüben zu kommen. Du hast viele Möglichkeiten. Ich gebe Deckung. Ziel rechts. Schnell, verstecken. Sie schicken Drohnen. Mission abbrechen. Reicht nach drüben zu kommen. Du hast viele Möglichkeiten. Ich gebe Deckung. Wie ist die Lage? Verstanden. Sauberer Schuss. Keiner hat was bemerkt. Ziele unten. Soweit so gut, Mitchell. Das Arbeitszimmer ist in der Nähe. Vorsicht, Mitchell. An der Einfahrt ist einiges los. Cormac trifft dich auf dem Balkon. Entschuldigen Sie, Sir. Gäste dürfen nicht in diesen Bereich. Das wusste ich nicht. Ich habe nur das Gästehaus gesucht. Hier entlang. Das geht in Ordnung. Ich kenne John. Wir sind seit Jahren befreundet. Feind unterhalb. Hier ist der Zutritt verboten. Sie müssen jetzt gehen. Dann haben Sie wohl nichts dagegen, wenn ich das Ihrem Arbeitgeber sage. Guter Schuss. Weiter.
Mitchell, du hast einen Fahrzeugalarm ausgelöst. Weg da! Wirklich saubere Arbeit, Mitchell. Nox, wir sind drin. Hast du eins gefunden? Negativ. Da ist sein Schreibtisch. Also los. Da ist sein Schreibtisch. Also los. Was gefunden. Nox, wir haben die Tagesordnung des Treffens. Es findet gleich im Hangar statt. Der Hangar ist verschlossen. Ich kann nichts sehen. Da reinzukommen wird nicht leicht. Verdammt. Nox, wir haben ein Problem. Wir sind aus dem System rausgeflogen. Ich sehe es. Sie sind in Alarmbereitschaft. Patrouillen kommen schon. Du musst da sofort weg. Da kommt ein Konvoi. Nordwestlicher Eingang in etwa 30 Sekunden. Mitchell, los. Wir dürfen den Konvoi nicht verpassen. Gesichtet. Schickt die auch Verstärkung. Das ist unsere Mitfahrgelegenheit zum Hangar. Der Konvoi ist gleich hier. Da ist der Konvoi. Nox, wir müssen in Position. Kling dich in den Funk ein und halt den Konvoi auf. Roger. Mitchell, mir nach. Warte auf mein Zeichen. Hallo, Ihren Namen und die aller Mitfahrer bitte. Jetzt! Ja, hallo, hier ist Ted Bock am Steuer. Ich habe Dr. Bellamy dabei. Er will zu Mr. Irons. Einen Moment. In Position, Nox. Okay, fahren Sie. Mr. Irons erwartet Sie. Einen angenehmen Abend. Bellamy? Nox! Überprüf das. Schon dabei. Bellamy ist ein Alias von Dr. Pierre Danois. KVA-Doktor? Ilona, versauert er nicht in einer Atlaszelle? Das dachte ich. Nox, gib das ans Kommando durch. Ich will wissen, was Danois hier zu suchen hat. Verstanden. Dr. Bellamy, es gab eine Sicherheitsverletzung. Was ist los? Bitte, Sir. Mr. Irons ist hier. Wir sind sicher. Bereit. Jetzt. Minister. Wir haben unsere Befehle. Zu mir. Sollte es keine Probleme geben. Wenn die Eindringlinge den Inhalt dieses Containers entdecken, haben wir ein großes Problem, Doc. Wir beeilen uns ja schon. Monty Koch ist thermisch instabil und äußerst flüchtig. Ihre Sorge um unsere Sicherheit ist rührend. Wenn Ihre Ziele durch zu frühes Freisetzen scheitern, habe ich mein Versprechen nicht erfüllt. Keine Sorge, Danua. Ihr Geld liegt schon auf der Bank. Alles weitere übernehmen. Manticore sein. Wir müssen rausfinden, wohin sie es bringen. Mitchell, zu mir. Nox, wir holen uns jetzt die Fracht. Cormac, die Fracht ist schon an Bord. Das schafft ihr nie. Das Evakuierungsteam soll am Sammelpunkt Delta warten. Das muss schnell gehen. Macht sie fertig. Laufkiste. Wir schaffen das. Den Greifhaken bereit machen. Los, los, los! Ja.
Mitchell! Spreng! Wir haben Sie, Kingpin. Okay, bringt sie nach Hause. Gut gemacht, Team. Finden wir raus, wohin das Flugzeug will.